Gut, das ist Teil 2 von spezielle Karten. In diesem Part schauen wir uns weitere spezielle Karten an. In diesem Kapitel werden weiterhin die Spezialkarten erläutert. Zuerst betrachten wir die Toon-Monster. Solange die permanente Zauberkarte Toon-Welt offen auf deiner Seite des Spielfeldes liegt, können Toon-Monster ihre verheerende Spezialität einsetzen. Toon-Monster haben eine besondere Eigenschaft, mit der sie deine Gegner direkt angreifen können. Eine Besonderheit ist, dass hier neben der Monsterkarte das Wort Toon steht. Hier das Beispiel am herbeigerufenen Toon-Schädel. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung beschworen werden, solange du Toon-Welt kontrollierst. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, allerdings sind Tribute nötig, falls sie Stufe 5 oder höher sind. Diese Karte kann nicht in dem Spielzug angreifen, in dem sie beschworen wird. Diese Karte kann nicht angreifen, außer du zahlst 500 Lebenspunkte. Wenn Toon-Welt zerstört wird, zerstöre diese Karte. Falls dein Gegner keine Toon-Monster kontrolliert, kann diese Karte deinen Gegner direkt angreifen. Falls dein Gegner ein offenes Toon-Monster kontrolliert, musst du es als Ziel deines Angriffes wählen. Ja, das sind die Toon-Monster. Findet man heutzutage noch sehr selten, da diese Kartenart recht veraltet sind. Leider können Toon-Monster wie herbeigerufener Toon-Schädel nicht normal beschworen werden. Das sieht man hier am ersten Effekt. Diese Toon-Monster können spezial beschworen werden, wenn sich die Karte Toon-Welt auf dem Spielfeld befindet. Trotzdem musst du noch eine ausreichende Anzahl an Monstern als Tribut opfern, wie bei jeder Tributbeschwörung. Also man muss quasi wie bei einer normalen Tributbeschwörung Monster opfern und man muss die Toon-Welt Zauberkarte draußen haben, um diese Monster spielen zu können. Zusätzlich musst du 500 Lebenspunkte abgeben, wenn du deinen Gegner direkt angreifst. Und wenn diese Karte der Toon-Welt zerstört wird, dann wird auch dein Toon-Monster zerstört. Obwohl diese Karten einige Nachteile haben, kann ein Deck voller Toon-Monster-Karten sehr stark sein. Manche Toon-Monster können normal beschworen werden, so wie Toon-Elfen-Zwillinge. Lies den Karteneffekt sorgfältig durch, um den beschriebenen Effekt vollständig zu verstehen. Diese Karte kann nicht in diesem Spielzug angreifen, in dem sie als Normalbeschwörung, Flipbeschwörung oder Spezialbeschwörung beschworen wurde. Wenn Toon-Welt auf dem Spielfeld zerstört wird, wird diese Karte auch zerstört. Falls Toon-Welt auf deiner Spielfeldseite ist und dein Gegner keine Toon-Monster kontrolliert, kann diese Karte die Lebenspunkte deines Gegners direkt angreifen. Wenn diese Karte den Lebenspunkten deines Gegners Schaden zufügt, wird dein Gegner eine Karte von seiner Hand zufällig abwerfen. Als nächstes sehen wir uns Vereinigungsmonster an. Auch Unionmonster genannt. Hier sieht man Union. Ein Vereinigungsmonster ist eine spezielle Art von Monstern, das bestimmte Monster mit sich selbst ausrüsten kann. Also dieses Monster kann quasi wie eine Ausrüstungszauberkarte an einem Monster angehängt werden. Hier lesen wir uns den Effekt durch. Einmal pro Spielzug während deiner Main-Phase kannst du deine X-Kopfkanonen-Karte mit dieser Karte als Ausrüstungszauberkarte ausrüsten oder sie als Union-Ausrüstung ausklinken. Also quasi man kann sie wieder zurück in die Monsterkartenzone legen. Also ja, zur Erklärung, Union-Monster, wenn sie ausgerüstet werden mit einem Monster, dann werden sie hier unten auch ähnlich wie die Ausrüstungszauberkarten werden hier unten hingelegt in die Zauber- und Feinkartenzone. Obwohl diese Karte ein Monster ist, das ist wieder eine Sonderregelung, ähnlich wie bei den Fallenmonstern. Also hier ist es diesmal andersrum, hier kommt quasi dieses Monster als eine Ausrüstungszauberkarte, wenn man es so haben möchte, hier unten hin. Aber es wird als keine Ausrüstungszauberkarte behandelt. Aber trotzdem wird es in die Zauber- und Feinkartenzone gesetzt und belegt auch einen Platz in der Zauber- und Feinkartenzone. Man kann also danach danach nur noch 4 Zauber- und Feinkarten beschwören oder spielen. Ja, beschwören ist falsch, also nur spielen.
einmal pro Spielzug kannst du ein Monster mit dem Vereinigungsmonster ausrüsten, beziehungsweise das Vereinigungsmonster von ihm entfernen. Also man kann auch ein Union-Monster, was hier unten liegt, wieder als Monster abklinken an diesem Monster, was ausgerüstet wurde. Und es wieder zu einem Monster machen. Dann wird die Zauberkarten- oder Feinkartenzone wieder frei. Wird das Vereinigungsmonster als Ausrüstungskarte verwendet, so wird es in die Zauber- und Feinkartenzone statt in die Monsterkartenzone gelegt. Das habe ich auch vorhin schon erklärt. Wenn ein so ausgerüstetes Monster bei einem Kampf besiegt wird, wird statt ihm selbst das Vereinigungsmonster zerstört. Also wenn dieses Monster, was ausgerüstet wird, angegriffen und eigentlich zerstört werden würde, dann wird, soweit ich weiß, das Unionsmonster zerstört und auch das normale Monster. Es gibt aber auch Karten, da wird nur das Unionsmonster zerstört und das normale Monster wird dann verschont quasi. Vereinigungsmonsterkarten werden von vielen Karten unterstützt, zum Beispiel von der Karte Basis an der Front. Am Anfang des Spielzugs während deiner Main-Phase kannst du ein Union-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Probieren wir es mal aus. Warum kann ich es nicht ausprobieren? Na gut, dann kann ich es eben nicht ausprobieren. Naja, okay. Als nächstes kommen die Spirit-Monster, auch Geistmonster genannt. Ein Geistmonster ist ein Monster, das am Ende des Spielzuges, in dem es beschworen oder flippbeschworen wurde, auf die Hand seines Besitzers zurückkehrt. Aus diesem Grund ist das Risiko geringer, dass es zerstört wird. Die meisten Geistmonster haben mächtige Effekte. Also Spiritmonster, sieht man hier auch Spirit, neben dem Monster-Typ. Das sind Monster, die gekommen, nachdem sie gespielt wurden oder beschworen wurden, auf die Hand wieder zurück. Das ist manchmal von Vorteil, wenn man einen Effekt haben möchte und den dann mehrmals aktivieren möchte, ohne dass das Monster dann zerstört wird. Allerdings können Geistermonster nicht spezial beschworen werden. Jetzt hast du verstanden, auf welche besondere Weise sich Thunmonster, Vereinigungsmonster und Geistmonster von anderen Effektmonstern unterscheiden. Als nächstes sehen wir uns die Zwillingsmonster an. Zwillingsmonster sind zwar auch Effektmonster, werden aber als normale Monster behandelt. Also hier sehen wir ein Zwillingsmonster. Also obwohl diese Karte orange ist, ist es eine normale Monsterkarte. Die Karte ist nur orange, um zu zeigen, dass sie hier doch einen kleinen Effekt hat. Aber in der Regel sind Zwillingsmonster normale Monsterkarten. Hier sieht man Zwilling neben dem Kartentyp. Diese Karte wird als normales Monster behandelt. Das ist ein typischer Standardsatz bei Zwillingsmonstern, das steht häufig dran bei Zwillingsmonstern. Solange sie auch offen auf dem Spielfeld oder auf dem Friedhof liegt. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kannst du sie als Normalbeschwörung beschwören, damit sie als Effektmonster mit diesem Effekt behandelt wird. Also, obwohl ein Zwillingsmonster auf dem Feld liegt, kann man dieses Zwillingsmonster nochmal beschwören. Es bleibt natürlich dann auf dem Feld, ist klar. Und wenn es dann nochmal beschworen wird, das zählt auch als Normalbeschwörung, also aufpassen, wenn man ein Zwillingsmonster nochmal beschwört, obwohl es schon auf dem Feld liegt, dann zählt das als Normalbeschwörung, also aufpassen. Und mit dieser neuen Beschwörung kann man dann einen Effekt aktivieren. Hier zum Beispiel wäre es, der Name dieser offenen Karte wird als Elementarheld Neos behandelt. Dieser Effekt ist beispielsweise gut, wenn man eine Fusion mit einem Elementarheld Neos machen möchte. Gut, dann gibt es noch Zauberzählmarken. Eine Zauberzählmarke ist ein Zähler, der auf Karten platziert wird, die Zauberzählmarken verwenden. Die Effekte einiger Karten werden anhand der Anzahl der auf ihnen platzierten Zauberzählmarken aktiviert. Es gibt auch Karten, die erst dann ihre speziellen Effekte aktivieren lassen, wenn eine bestimmte Anzahl Zauberzählmarken von ihnen entfernt wurde. Hier der Effekt von Brecher, das liegt nicht daran, weil er ständig kotzen muss, nein, sondern so heißt er halt.
Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, lege eine Zauberzähmarke darauf. Maximal geht eine auf dieser Karte. Also die Zauberzähmarken, die kann man hier nicht sehen im Originalspiel. Man muss es sich wiederum merken, ähnlich wie mit den Spielmarken. Oder man legt irgendwas auf die Karte drauf als ein Zeichen, dass sie eine Zauberzähmarke besitzt. Diese Karte erhält 300 ATK für jede Zauberzähmarke auf dieser Karte. Du kannst eine Zauberzähmarke von dieser Karte entfernen, um eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld zu zerstören. Du kannst keine Zauberzähmarke auf eine Karte platzieren, die keine Zauberzähmarken benötigt. Also Karten, wo keine Zauberzähmarken platziert werden können, weil es hier nicht drin steht. Hier steht es ja drin, maximal 1. Wenn sowas hier nicht drin steht mit Zauberzähmarken bei einer Karte, kann auch keine Zauberzähmarke auf diese Karte gesetzt werden. Hier bei Brecher kann eine Zauberzähmarke gesetzt werden, weil es hier dran steht, maximal 1. Also es gibt auch verschiedene andere Karten. Zum Beispiel kann man bei manchen Karten auch bis zu 3 oder bei einem Spielfeldzauber namens Magische Zitadelle von Endymion sogar bis zu unendlich Zauberzähmarken darauf speichern. Ja, und man kann diese Zauberzähmarken dann auch entfernen, um spezielle Effekte zu aktivieren. Wenn in einer Kartenbeschreibung einer Karte nur das Wort Zählmarke oder Zähler steht, dann bezieht es sich auf einen anderen Zähler als die Zauberzählmarke. Also es gibt auch andere verschiedene Zählmarken. Nicht nur Zauberzählmarken, es gibt auch normale Zählmarken. Hier zum Beispiel, solange sich diese Karte offen auf deiner Spielfeldseite befindet, kann diese Karte nicht aus dem Spiel entfernt werden. Lege 2 Zählmarken auf diese Karte jedes Mal, wenn eine Monsterkarte von Typ Dinosaurier in deinem Friedhof gelegt wird. Indem du diese Karte als Tribut anbietest, wähle und beschwöre als Spezialbeschwörung ein Monster vom Typ Dinosaurier von deinem Deck, dessen Stufe kleiner oder gleich der Anzahl der Zählmarken auf dieser Karte ist, als sie als Tribut angeboten wurde. Das ist was komplett anderes, das sollte man nicht mit diesen Zauberzählmarken gleich sehen. Sondern das ist komplett was anderes. Also jedes Mal, wenn dieser Effekt eintritt, dann legt man hier auf diese Karte eine Zählmarke drauf. Und wenn es 2 dann schließlich sind, oder ja, wenn es hier, lege 2 Zählmarken auf diese Karte jedes Mal, wenn eine Monsterkarte, okay. Wenn dieser Effekt dann auftritt, dann kann man 2 Karten auf Zählmarken auf diese Karte legen. Verdammt, was ist jetzt mit mir los? Moment, ich muss so kurz was trinken. Okay, habe ich bitter nötig gerade, sorry. Also, immer wenn dieses Ereignis stattfindet, dass ein Monster von Typ Dinosaurier auf dem Friedhof gelegt wird, werden hier auf diese Karte 2 Zählmarken gelegt. Und man kann diese Karte dann als Tribut anbieten, um einem Monster von Typ Dinosaurier Spezialbeschwörung von seinem Friedhof zu beschwören, was den Anzahl an Zählmarken entspricht. Also wenn man zum Beispiel dann 4 Zählmarken hat, kann man dann diese 4 Zählmarken dann ich sag mal zerstören oder entfernen, um dann das Monster vom Friedhof zu beschwören, was den Anzahl an Zählmarken entspricht. Also man kann dann quasi ein Spiel 4 Monster spielen, wenn dieses Monster 4 Zählmarken besitzt. Gibt es noch Level-Monster. Unter bestimmten Bedingungen können Karten, welche die Buchstaben Level in ihrem Namen haben, zu einem Monster mit höherem Level hochgestuft werden. Hier bewaffneter Drache Level 3. Lege während der Standby-Phase deines Spielzuges diese offene Karte auf den Friedhof, um eine bewaffnete Drache Level 5 Karte als Spezialbeschwörung aus deiner Hand oder deinem Deck zu beschwören. Also man kann diese Karte quasi dann in der Standby-Phase auf dem Friedhof legen, um ein stärkeres Monster, hier in dem Fall ist es bewaffneter Drache Level 5, als Spezialbeschwörung von seiner Hand oder seinem Deck zu beschwören. Allgemein gilt, je höher der Level, umso mächtiger ist das Monster und sein Effekt. Wenn du also Level-Monster verwendest, versuche zu verstehen, wie sich jede einzelne Karte beim Hochleveln verhält.
stelle dein Deck so zusammen, dass es dir das Hochleveln leicht macht. Gut, wiederholen wir das Ganze nochmal. Welches der besonderen Punkte ist keine besondere Eigenschaften von Toon-Monstern? Sie können den Gegner direkt angreifen. Sie können spezialbeschworen werden. Sie können nicht als Ziel von Angriffen verwendet werden. Die Lösung ist, sie können spezialbeschworen werden. Das ist falsch. Toon-Monster können nicht spezialbeschworen werden. Hä? Warum? Keine Was willst du mich wieder verarschen, ey? Und eben das hier? Sie können nicht von Ziel von Angriffen. Das Spiel will mich wieder trollen. Natürlich können sie, das war gerade eine falsche Frage vom Spiel aus, natürlich können Toon-Monster nicht spezialbeschworen werden. Das war gerade eine falsch formulierte Frage. Was ist an einem Vereinigungsmonster besonders? Es wird manchmal wie eine Feindkarte behandelt. Es wird manchmal wie eine Ausrüstungszauberkarte behandelt. Es kehrt in dem Spielzug, in dem du es beschworen oder flippbeschworen hast, auf deine Hand zurück. Die Lösung ist, sie werden als Ausrüstungszauberkarte behandelt. Das sind diese Unionsmonster, die hier in die Monsterkartenzone gelegt werden. Was ist an einem Geistmonster besonders? Es wird manchmal wie eine Feindkarte behandelt. Es wird manchmal wie eine Ausrüstungszauberkarte behandelt. Es kehrt in dem Spielzug, in dem du es beschworen oder flippbeschworen hast, auf deine Hand zurück. Das sind diese Spirit-Monster, die starke Effekte haben und dann nach jedem Zug, in dem sie beschworen wurden, auf die Hand zurückgelegt werden. Das heißt, auch diese Antwort hier ist richtig. Was ist an einem Zwillingsmonster besonders? Sie werden manchmal wie Fusionsmonster behandelt, sie werden manchmal wie normale Monster behandelt. Sie werden manchmal wie Ritualmonster behandelt. Die Lösung ist, sie werden manchmal wie normale Monster behandelt. Kann man eine Zauberzählmarke auf diese Karte platzieren? Lesen wir uns die mal durch. Wähle eine offene Zauberkarte auf deiner Spielplatzseite und lege eine Zählmarke drauf. Falls die gewählte Karte zerstört wird, entferne die Zählmarke, anstatt diese Karte zu zerstören. Also die Frage ist, ob man hier auf diese Karte eine Zählmarke platzieren kann, eine Zauberzählmarke. Die Lösung ist, nein, das kann man nicht, denn hier steht nichts davon dran, dass man auf diese Karte Zählmarken platzieren kann. Klar, diese Karte platziert eine Zählmarke, aber hier steht nichts davon geschrieben, dass diese Karte als Speicher für eine Zauberzählmarke gilt. Daher ist diese Antwort falsch. Hier wird ein Levelmonster hochgestuft. Durch das Zerstören eines gegnerischen Monsters, durch Benutzen einer bestimmten Zauberkarte, das kommt auf die Karte an. Die Lösung ist, es kommt auf die Karte an. Manche Levelmonster haben den Effekt, dass sie ein Monster zerstören müssen, um hochgelevelt zu werden. Manche haben den Effekt, dass sie in der Standby-Phase des nächsten Zuges hochgelevelt werden. Das kommt je auf die Monsterkarte an. Okay, das war's auch zum Thema spezielle Karten. Im nächsten Part schauen wir uns die Synchro-Beschwörung an. Also bis dann, euer NKP. Macht's gut. Ciao.